Heute ein etwas umfangreicheres Video. Wir haben hier verschiedene Böller von Weco. Hier sind die Mini-Knaller, China-Knaller, China-Böller A, Pyro-Petarde, Riesen-China-Böller D, Super-Böller 1 und Super-Böller 2. Das Einzige, was fehlt, sind die China-Böller B und C, aber ich denke, das werden wir auch so ganz gut hinkriegen. So, zu der Verarbeitung lässt sich erstmal allgemein sagen, alle bis auf den China-Knaller, der vorne zugestopft ist, sind sie mit roter Pest hinten und vorne zu. Dann kommen wir mal hier spezieller, der Mini-Knaller ist vorne noch mit Gips zugemacht, ist aber total leicht einzudrücken. Der China-Knaller halt vorne zugestopft, hinten rote Tonherde, ziemlich hart, genauso hier, bloß dass er auch vorne mit roter Pesttonerde zugestopft ist. Pyropetarde ist total leicht einzudrücken. China-Böller D von der Wandlung her ganz okay, ist auch nicht einzudrücken. Genauso beim Super-Böller 1. Bloß beim Super-Böller 2 ist es hinten Murks. Vorne geht die Wandlung komischerweise, keine Ahnung warum. Zu der NEM-Grammzahl, ich will jetzt nicht alle erläutern, nur ein, zwei Auffälligkeiten. Und zwar von den China-Knallern zu den China-Böllern A. Das ist ein NEM-Unterschied von 0,5 Gramm. Und hier zwischen den Riesen-China-Böller D und den Super-Böller 1 gibt es noch einen Unterschied, den der mich persönlich ziemlich erstaunt hat. Die China-Böller D haben eine NEM von 1,67 Gramm. Die Super-Böller 1 haben nur 0,05 Gramm mehr. Ich weiß nicht, was sich Weco dabei gedacht hat. Aber wir testen mal, ob sie trotzdem lauter sind als die Riesen-China-Böller. Wir fangen an mit den Mini-Knallern. Weiter geht's mit den Pyro-Crackern. China-Böller A. Auch nicht schlecht. Pyro-Petarde. China-Böller D. Super-Böller 1. Super-Böller 2. Ja, also es gab von jedem zu jedem eine Steigerung und es waren echt alle gut.